Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Sacred 2 mit dem Enhanced Edition Mod und dem Community Patch, wie es gehört. Und ja, manche tun Diablo 2 Resurrection spielen, der neueste Shit und so. Aber ich tue für euch ein bisschen etwas Älteres von 2008 und 9 ungefähr. Ein Spiel spielen, das natürlich im deutschen Blut sehr fest verankert ist, ein wirklich tolles, super geiles Game für mich. Für manche nicht so. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Es ist wirklich eines der hochwertigeren Action-Rollenspiele, Hack and Slays, In vielen ja, die es so Schlachten habe gibt. ich der Pfad Und der Erkenntnis geprägt wegen durch Open diese World Nacht und konsequent. mehr Schwierigkeiten, Im so Verlangen nach vom Macht Enhanced und der Gewissheit Edition der Mod ist es Überlegenheit recht schwer. beschalte ihn, wenn Werden du wir bereit bist, mit uns doch allen ein Mitteln bisschen für deine Ziele zu durchkämpfen. kämpfen. Ich nehme jetzt mal alles Standard. Ich habe mich für den Schattenkrieger entschieden, weil der einfach ein bisschen besser zum Starten ist. Es gibt ein paar Kniffe, die einfach ein bisschen besser gehen, um dass wir nicht die ganze Zeit grinden müssten. Sonst müsste ich auch wieder längere Zeiten pausieren. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Um mich überhaupt stark genug zu machen. Wir können dann aber immer alle auch noch was auswählen und ein bisschen zocken. Also ich werde immer wieder eure Wünsche auch annehmen. Wir können sogar zwischen Schatten und Licht wechseln. Das geht mit einem Charakter-Editor. Da werde ich nichts pushen. Nur den Schwierigkeitsgrad. Also ja, die Ausrichtung wählen, wechseln und so weiter. Und vielleicht mal den Meisterhand-Modus ausmachen, wenn das geht. Ich kenne den Charakter-Editor eigentlich nicht so gut. Und sonst pushe ich da nichts rum. So. Wir wählen uns wie mein Kanal. Und machen den Kistenträger. Ich hätte gedacht an Schwarz, weil wir die Schattenkampagne nehmen, weil das auch wieder ein bisschen leichter ist. Und wir nicht stundenlang an einem Boss festhängen sonst. Weil ich weiß schon, ja, Schwierigkeitsgrad, also Schadenskanal technisch eher, ist das jetzt nicht gerade der optimale Bild für diesen Boss. Ich spoilere nicht, ihr könnt das extra und also sehr gut auch nachschauen, welcher Boss gemeint ist. Ich würde ihn schwarz nehmen. Ich finde es irgendwie süß. Sonst könnte ich auch rot nehmen oder so, aber ja, mir gefällt's. Hat mal ein bisschen gefallen, aber nicht mehr. Ich will ihn extra ein bisschen dunkler machen, damit er ein bisschen ja, böse aussieht. So, dann können wir mal starten. So, was ist das für ein Game? Ein Hack'n'Slay? Also ein, ja, Crop, Die Crop, Crop, Energie aber auch durchfließt die gute Länder Quests Ankaria seit machbar. Anbeginn der Das ist ein Zeit. bisschen laut. Diese sagenhafte Kraft ist die Wurzel des Ich Lebens. denke, das Die ist einfach eine Quelle jeglicher Magie, Grundeinstellung der vom Ursprung Spiel, aller also an Gedanken. PC Viele angepasst. Jahrtausende vergingen und die Seraphim wachten über das Schicksal der Ja, Welt. machen wir mal In weiter. ihrer Das ist nämlich, ja, einfach so eine kleine Einleitung, die kann ich auch selber gut erklären. Diese Zwischensequenzen könnt ihr sicher besser dann irgendwo ansehen. Ich werde wahrscheinlich das Nun, End, also ich das denke, ich habe Outro alles dann vorbereitet. zeigen und so Wollen weiter. wir doch mal sehen, ob wir den großen Krieger vergangener Tage aus seinem süßen Schlaf erwecken können. Das wird kein einfaches Ritual. Aber wenn es gelingt, dann verfügt der Großinquisitor über eine neue Marionette für seine Spiele. Also gut, beginnen wir. Okay, das wird wahrscheinlich nicht fehlschlagen. In der Lichtkampagne würde das wahrscheinlich fehlschlagen. Finde das nämlich sehr interessant, mal der Schattencharakter zu nehmen. Weg mal Kampfmusik. So. Hallo, da sind wir. Jetzt müssen wir mit dem reden. Geschafft. Jetzt ist alles ein bisschen Das war angenehmer mit anstrengend. der Lautstärke. Ich werde langsam zu alt für diese Rituale. Nun, dann wollen wir doch mal sehen, ob der gute Herr sich noch an seine alten Fähigkeiten erinnert. Tibor, schlag ihn nieder. So, jetzt redet er auch nicht rein. Das ist eben am Spiel einfach nicht veränderbar, diese Zwischensequenzen. Also ich hoffe jetzt im Video ist es nicht so laut, aber ich habe fast nichts selber gehört. Ja, das ist leider so. Also meine Grafikkarte, nein, eine Soundkarte, sorry, ist schon recht laut. Also Sehr gut. Ich sehe schon.
Mein Ritual war ein voller Erfolg. Der Großinquisitor wird zufrieden sein. Du solltest dich zum nächsten Stützpunkt der Inquisition aufmachen. Ich nehme die Abkürzung. Okay, machen wir. Ja, das ist natürlich, wenn man so einen wuchtigen Peter damals gekauft hat. Ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen, 6 Jahre alt, aber er gehört immer noch sehr gut, also viele Spiele sind immer noch sehr gut spielbar. So, wir haben ein paar Items bekommen. Die haben wir hier aus der Truhe genommen. Das sind die Fähigkeitenruhen. Vielleicht kennt ihr das als Path of Exile oder so. Wenn man die einliest, bekommen wir hier ein Level über in den verschiedenen Skills. Das sind die 3 Skillbäume und da unten sind noch die Kombos. Die verwende ich eigentlich nie, die sollte man eigentlich verwenden. Aber meistens ist dann das irgendwie so ein bisschen, ja, schlecht zu timen und so weiter. Deshalb, ja, mal schauen, wie gut es geht. Also ich bin nicht der Profi-Zocker. Ja, eben das Spiel ist ein Hack and Slay, also ein Spiel, wo es um ein bisschen mehr Action geht, aber ein Rollenspiel ist. Sehr gut gemacht, dass auch viel Rollenspiel in diesem Spiel ist. Immer wieder etwas zu entdecken gibt, kleine Kinder, Erwachsene und so weiter, Tiere, alles Mögliche ist zu sehen. Die, ja, das haben ein bisschen das Rollenspiel-Feeling gibt. Wie kommt man die? Ah, da ist jetzt da drin, okay. Weiß ich wieder, so. Und jetzt haben wir hier verschiedene Dinge, ein Buff, also die Buffs sind immer gekennzeichnet mit Willensstärke Buff, also das Buff hinten dran. Und dann gibt es hier noch so Modifikatoren, die sind jetzt eigentlich auch so relativ Path of Exile ähnlich, aber es ist alles, wie ihr vielleicht schon erahnen könnt, vorher schon gewesen, vor Path of Exile. Und das hat es eigentlich ziemlich gut gemacht. Ich war extremst motiviert. Und bin jetzt eigentlich immer noch sehr motiviert. Also es, von mir aus muss es nie einen Nachfolger geben oder ein Rework, beziehungsweise sogar ein extremer Mod oder ein Spiel, das noch weitergeht. Sondern mir gefällt es so, wie es ist. Manchmal gibt es halt noch ein paar Bugs, die wurden nie gefixt, auch mit dem Community Patch und Enhanced Edition Mod. Leider nie so richtig Ding. Ich möchte jetzt kurz einfach eine Rune mal kurz rausnehmen. Das würde ich sonst eigentlich nie machen, aber sehe, es ist ein bisschen zu schwer sonst. Der Mod hat es in sich. Wir starten auf Silber und nicht auf Bronze. Bronze ist sowieso ein bisschen zu leicht. So. Dann wir einfach das treffen, wenn wir daneben treffen, so nicht gerade Heiltränke immer trinken müssen. Sonst sind wir bald tot. Wir haben nicht genügend Heiltränke. So, und weiter. Ja, das größte Problem ist halt einfach, dass manchmal Abstürze sein könnten oder Performance-Schwierigkeiten. Also wenn es laggt, wenn es herumruckelt, so kleine Ruckler gibt, dann ist einfach das Spiel ein bisschen überfordert. Aber das ist sehr, sehr selten. Also eigentlich schon fast weg. Das war ja in ein paar Videos von meinem Kanal noch so. Und jetzt gab es leider jetzt seit ungefähr einem halben Jahr nicht mehr so ja, die Patches oder so. Ich hoffe, es geht einfach weiter. Kampfrausch. Da müssen wir kurz schauen, ob wir das schon haben. Nein. So. Dann gibt es ein ganzes Spenden. Ja, muss ESC drücken. So, weiterhin. Es ist eher ein Rollenspiel als ein Hack'n'Slay. Oh, der hat eine andere Farbe. Cool. Es hat sich ein paar Sachen. Ja, es hat sich gut verändert, seitdem ich das letzte Mal richtig gespielt habe. Ich habe immer nur kurz reingeschaut, weil ich eigentlich schon lange ein Let's Play daraus machen wollte. Hab's ja einen Livestream mal angeschaut noch und so. Und ja, es gab immer wieder Schwierigkeiten. Oh, ich dachte schon, ich hätte nicht gedrückt, die Leertaste. Also, das Spiel hätte es nicht angenommen. Ja, das bringt uns nichts. Ich könnte es ja mal vielleicht ausprobieren, einen Bogen zu verwenden. So. Der macht, denke ich, mal ein bisschen mehr Schaden. Ich muss mal kurz schauen. 41er. So ungefähr doppelt so gut. Hat dabei auch einen langsamen
Langsamere Angriffsgeschwindigkeit, sorry. So, ein bisschen abgelenkt. Die Schwierigkeitsgrad ist eben ein bisschen hoch. Könnt ihr kommen, bitte? Er trifft leider nicht, der Turm. So. Eine Bartaxt. Ja, ich würde das eher auch nicht in diesem Fall nehmen. Helfe ich dir. So. Die Quest habe ich kurz übersprungen. Der möchte einfach ein paar Gegenstände haben in einem Steinkreis. Könnt ihr gerne stoppen das Video und lesen. Er möchte gerne, dass es einfach ein bisschen von Wegelagern angenehmer ist, dass er ein bisschen sicherer ist. So. Weil das Spiel recht groß ist, muss ich einfach ein bisschen schlechter Spiel. Ein bisschen vorsichtiges Spiel natürlich. So. Muss ich die Kurztasten? Nein, das ist die falsche Kurztaste. Okay. Spiel befordert mich gerade ein bisschen. So. Bei der Steuerung noch, aber gut geht's. Mit 20 Goldmünzen können wir natürlich noch nichts machen. Das ist ja irgendwie ankarische. Keine Ahnung, wie man die wählt. Wir haben eine Übersicht über die Bonis von den verschiedenen Gegenständen. Hier oben haben wir zum Beispiel die Stufe, die Lebensenergie, Opfer, wie viele Gegner wir getötet haben. Zum Beispiel gelöste Quests. Das sind auch die Hauptquests dazu. Die Welt entdeckt 0,3%, also wirklich sehr, sehr weit am Anfang. Und die verschiedenen Schadensarten. Blau ist, glaube ich, Magie. Ja, blau ist Magie. Chance Zusatzauswirkungen 21%. Rüstungen können wir schnell verkaufen. Die Hilfe gibt es natürlich auch für alle Leute, die das Spiel gerne kennenlernen wollen. Töte einen Wolf, der hat eine Kuh getötet. Ja, erledige sie und komm dann wieder zurück. Und ja, der Wolf. Also töte ihn. So. Die gefressene Kuh. Oh, jetzt sind wir gerade kurz. Ah. Gibt's das auch? Sonderfuture. Für einen Assassinen. Geht das nochmals? Ui. Es gibt manchmal ein paar, ja, wie sagt man denn, nicht gewollten Features. Nicht Bugs, sondern, ja, einfach Glitches. Genau. Oh. Ja, ich muss nicht so schnell einen Heiltrank trinken. Gehen gleich nochmal kurz hoch, damit wir die Quest abgeben können. Und wir sind ein Level aufgestiegen. Sehr schön. So, was müssen wir nehmen? Ich habe wegen dem Turm, der ist eigentlich sehr gut, der Supporter mit schauriges Miasma oder ja, geisterhafte Kohort als Buff natürlich, sehr gut gewählt. Und da würde ich am besten Intelligenz nehmen. Ich würde aber gerne auch Ausdauer nehmen, es vielleicht ein bisschen kombinieren. Oder nur Ausdauer. Das ist jetzt gerade die Schwierigkeit. Ich nehme das mal nur als Unterstützung und levele die Skelette und nehme dafür Intelligenz. Ich weiß nicht, was Skelette stärker macht. Es könnte auch Stärke sein. Aber ich nehme mal Intelligenz am Anfang. Und sobald wir einfach Schwierigkeiten haben, mit der Ausdauer, nämlich Ausdauer. So, und als Wichtigstes ist natürlich, die verschiedenen Aspekte zu buffen. Und die können wir mit diesen zwei Fähigkeiten. Und, also Magiekunde, also Schadenskunde und alte Magie, Konzentration natürlich. Müssen wir am Anfang nehmen. Also zuerst nehmen wir mal Regenerationszeit. So. Der Schaden sollten wir aber auch direkt danach nehmen. Sehr wichtig. So. Und dann haben wir hier den Questgeber. Oh.
Oh, Teleport, yes. So, ja, der Heilschmuck, Dulcinea. Yeah, ich bin froh, dass er tot ist, der blöde Wolf. Wunderbar. Sehr schön. Ja, ich hab's gedacht, es geht nicht so viel in einem Part, aber wir können ja dann im nächsten Part dann schon viel mehr und schneller machen. Der erste Part ist jetzt noch ein bisschen langsamer. Wenn ich jetzt alles vorlesen hätte, also vorlesen lassen hätte und so weiter, dann würde das natürlich recht doof sein, wenn nicht so viel passiert in einem Part. Ich möchte das natürlich so schon sehr für euch machen, dass es für euch sehr angenehm ist zu schauen und so weiter. Gut, willkommen. Nimm das. Ja, auch schöne Rede, also wir können die Ding auch bald mal ein bisschen seltener machen. Das geht bei Kommentare ist zwar selten. Also es geht gar nicht seltener. Okay. Das wusste ich gar nicht mehr, dass ich das so wenig eingeschaltet habe. Ich liebe eigentlich die Kommentare. Aber ja, es stört halt auch ein bisschen. Aber ich merke gerade, wie gut der Mod ist. Also es ist wirklich noch viel besser als der Community Patch. Und das Hauptspiel ist sowieso ein bisschen, ja, zu wenig. Ja, Ascaron Entertainment ging leider pleite. Hat da ein anderes Entwicklerstudio für Eisenblut, also das Add-on, genommen, glaube ich. Also, ja, Chewood hat das gemacht. Und der Publisher, und da gab es halt ein bisschen dann einfach nicht mehr so viel. Ist schade. Ich hätte gerne wirklich das Spiel genossen, wie Path of Exile oder Diablo 3 und so weiter. Wirklich viele Patches, viele Jahre Unterstützung und so gewünscht. Vielleicht kommt ja dann ein Sacred 3, sagen wir mal. Es gibt schon ein Sacred 3, aber das ist wirklich nicht so richtig Sacred mehr. Leider alles ein bisschen ein Fail sozusagen. Ich kenne es nicht, ich kann nichts dazu sagen, aber ich glaube, das Spiel ist nicht so gut angekommen. Naja. Ja, und jetzt toppen wir uns noch ein bisschen hier durch. Ich nehme extra den unteren Weg. Wir können kurz noch auf die Map schauen. Wir sind jetzt einfach einmal hier ringsum. Hier sind wir gestartet und hier durch und hier wieder runter. Jetzt sind wir eigentlich genau wieder an diesen Punkt gekommen. Ja. Jetzt können wir eigentlich jedes Mal immer wieder den Turm auch spawnen lassen. Aber wir müssen ihn natürlich auch verstärken und das tut die Abklingzeiten erhöhen. Dann haben wir noch Items, die auch die Abklingzeit erhöhen oder auch wieder senken durch die Bonis. Und gibt außerdem auch noch verschiedene, ja, für die Fähigkeiten und danach auch die, wie sagt man denn, Modifikatoren. Okay. Ja, die Zauberzeit ist noch ein bisschen hoch, die können wir danach mit der nächsten Fähigkeit senken. Der Kunde, stimmt das? Ich muss alles noch ein bisschen, ja, Kunde, der Fokus ist nämlich die Abklingzeiten senken. So, also der Bild, der wird relativ leicht für uns werden, im Hinsicht, dass der Mod sehr, sehr schwer wird. Also ich denke, der Schwierigkeitsgrad wird normal sein. Also genau richtig. Mit anderen Builds und Charakter wird er wahrscheinlich zu schwer sein. Denke ich mal meistens. So, dann haben wir noch die Quests abzugeben. Ja, können sogar noch in die Stadt gehen. Beziehungsweise einfach das Dorf. Ich weiß nicht, ob... Ja, also für Real Life ist es natürlich ein Dorf, aber hier ist es eher so ein bisschen kleines Städtchen. So, die andere Quest, die wir hier angenommen haben, die müssen wir hier oben abgeben. So, sehr angenehm für mich zu spielen jetzt auch. Die Konzentration ist auch wieder ein bisschen besser durch den Schwierigkeitsgrad, der nicht mehr so hoch ist. Ihr seht es, die Gegner halten schon recht viel aus.
Aber das ist natürlich auch ein. So. Ein gewolltes Feature vom Mod. Also der Mod möchte gerne einfach ein schwieriges Spiel sein. Ein schwieriger Mod für das Spiel. So, bisschen angeordnet. So, nochmals bisschen. Genau, jetzt können wir schon das wählen. Das haben wir bei anderen Builds und so nicht, dass wir direkt das zweite wählen können. Ja, ich müsste jetzt eigentlich hier eher die Punkte reinsetzen, aber lieber ein bisschen schnellere Ding. Also am Anfang brauchen wir das einfach. So, jetzt könnten wir auch den Turm mal Ding. Das können wir dann auch mal noch wechseln mit dem Charakter-Editor, falls wir falsch gewählt haben. Ich möchte gerne die, ja, die Feuerrate erhöhen, weil wir müssen einfach auf die Skelette irgendwie den Schaden übertreiben, aber, oder auf Geisterhand oder auf schauriges Miasma. Da wir da einfach das Problem haben, dass der Turm nicht genug Schaden machen wird. Oder eben die Abklingzeiten dann einfach zu hoch sind. Es ist viel angenehmer, viel mehr Schaden, also viel schnellerer Turm zu haben. Deshalb nehmen wir das eher. Ich könnte mich irren, aber ich habe es mal so gespielt und bin manchmal ein bisschen eingeschlafen von der Schnelligkeit, weil ich das andere gewählt habe. Das ist einfach ein bisschen angenehmer. Ich denke auch mit den DPS und so ist es besser, schnelleren Turm zu nehmen. Und beim zweiten würde ich eher Magie dann nehmen. Beim zweiten Modifikator. Da können wir wählen zwischen Eis und Magie. Und Magie wird einfach besser gebufft. Jetzt gehen wir mal kurz ein bisschen zurück zum Turm. So. Können noch keinen zweiten nehmen. Ja, gehen wir mal weg. Bam. Ja, die Gegner, die werden jetzt stärker. Die sind gelevelt. Wir sind auch gelevelt, aber wir wurden kaum stärker. Also nehmen wir den blöden Gegenstand nicht, wegen dem Turm. Das hätten sie auch ein bisschen anders machen können. Ist aber nur ein kleiner Trost. Also, wir müssen ihn einfach gut platzieren. Wir verlieren viel Leben, deshalb machen wir lieber nochmal so ein bisschen ein taktisches Spiel. Ja, ich bin einfach ein bisschen zu schnell beim Trinken, weil ich noch ein bisschen unsicher bin. Aber das geht. So. Also das sollte nicht bei der Hälfte sein, das Blinken, sondern ein bisschen weiter unten, 40%, 35%. So, jetzt haben wir hier noch einen Siegelring, den haben wir ausgerüstet. Zauberintensität ist, glaube ich, für den Turm wirksam. Ausdauer natürlich besser, aber die Rüstung geht wieder runter. Yeah. Umlenkung haben wir noch nicht, oder? Ach komm, das ist ein bisschen zu klein. Muss jetzt die Tasten noch ein bisschen rausfinden. Umlenkung, Buff. Nehmen wir auch. Dass wir alles mal eins haben am besten. Ja. Tun dann auch mal ein bisschen sortieren und so weiter. Können wir, glaube ich, auch Auto sortieren, ja, das geht. Gut. Ich zeige natürlich auch ein paar Secrets und ja. Den natürlich nicht alles. Wenn wir dann sehen. Hier hinten hat es zum Beispiel immer ein kleines Versteckchen. Oder nicht immer, aber meistens immer wieder. So. Momentan ist noch das Spiel recht gemütlich. Das wird schnell schneller. Also. Manchmal ist es dann wirklich sehr hastig. Gib mir alles. Los, nochmal. Ja, er sagt schon, komm, noch schneller. Wir müssen noch schneller werden. Aber das Spiel macht so mega Spaß, auch wenn es eben ein bisschen gemütlicher ist als andere Genre-Dinge. Ja, es ist leider nicht hier. Schade. Ja, es ist jetzt auch nicht so. Also, wir bräuchten halt ein bisschen Magic Find. Also Chance, Gegenstände zu finden, die bessere Qualität haben.
Leider geht es ja nur ein bisschen komplizierter. Ich möchte gerne vielleicht ein Schmied oder so werden, aber eventuell auch keinen Handel nehmen. Ja, es ist einfach ein bisschen zu schwer. Also, wenn wir etwas brauchen, müssen wir halt einen zweiten Charakter nehmen. Ich kann ja einen zweiten einfach so ein bisschen spielen zwischendurch. Also wir einen haben. Aber ich denke, es ist nicht so nötig. Ich hoffe es jedenfalls. Sonst haben wir halt ein Problem, dass wir die Gegenstände nicht haben. Also es geht eher um die Ringe und Amulette, die ein bisschen stärker werden im Handel. Aber irgendwie wurde das extremst genervt und man hat dann plötzlich das Problem, dass wir gar keine Ringe und Amulette finden, die wir so dringend brauchen. Okay, schade, der Turm ist weg. So, jetzt wird es leider ein bisschen zu schwer, glaube ich. Durch den Anführer, sagt man ihm, glaube ich. Wir gehen auf Nummer sicher. Ja, es geht leider nicht mit dem Turm. Also den haben wir erledigt. Also ihr seht es, wie schwer das geworden ist. Der hat nur eine blanke Hand sonst. Der killt uns so schnell. Extrem. Ja. Der Besen zu früh, um effektiv Heiltrink zu, ja, nicht zu verschwenden. Okay. Ja, jetzt gibt es ein kleines Dorf, deshalb ein kleiner Ruckler. Die nächste Aufgabe wartet. Okay, finde die verschollene Patrouille. So. Ja, die Kobolde töten die, ja, die Dorfbewohner. Ich tue dir einen Gefallen, du mir. Genau. Der Befehlshaber der Inquisitoren scheint ein Problem zu haben. Vielleicht kann ich diesem jämmerlichen Sterblichen ja etwas unter die Arme greifen. Okay, machen wir. Die Götter werden über euch wachen. Aber wir sehen schon recht cool aus. Für den ersten Part sehen wir cool aus. Später wird es natürlich noch viel cooler. So, jetzt haben wir hier ja ein bisschen eingeschränkte Sicht, aber das ist natürlich klar, es ist kein Action, es ist kein normales Rundspiel, sondern ein Action-Rundspiel. Und ja, ein bisschen Nebel des Krieges sozusagen. Ein bisschen fröhlich gesagt. Natürlich ist es eine ja, Performance- und Engine-Frage. So, der möchte gerne den Sohn wiedersehen. Er ist natürlich ängstlich, also ja. Wie man so ist, vorsichtig, dass dem den Sohn nichts geschehen ist. Hier ist wieder die Kiste mit allen Charakteren, wo wir Shared Stash haben, also wo wir die Charaktere ja, versorgen können oder von anderen Charakteren zu uns bringen können. Und das ist die Spielkiste, die ist pro Charakter getrennt. Und hier tun wir einfach mal kurz die Runen rein. Und die dann zum Austauschen oder Umtauschen eher verwenden. So. So, magische Perlen brauchen wir noch nicht. Das andere Zeugs. So, können wir ja getrost verkaufen. Dann haben wir noch kurz hier oben das Portal und dann machen wir gleich im nächsten Part dann weiter hier in Schleenfurt. Sehr gut. Wunderbar. Also freut mich, das Spiel für euch zu Let's Playen und ja, gebt mir Feedback, wenn ihr wollt. Hilft mir natürlich sehr. Alle anderen ist natürlich freiwillig. Ich will es jetzt nicht direkt aussprechen, weil es nervt natürlich mich selbst persönlich bei anderen Videos auch. Und ihr wisst, wie ihr mich unterstützen könnt. Und ja, Kommentare sind natürlich immer willkommen. Fragen natürlich und so weiter werde ich so gut wie möglich und direkt beantworten. Ihr, wie lange ist's nun her? Danke sehr. Privileg? So, machen wir ein bisschen länger, aber ich bin noch nicht so ganz fertig. Was gibt's noch sonst zu beenden? Also das Spiel wird sehr, sehr lange gehen, also ich hoffe, ihr tut euch nicht ja, zu sehr dann irgendwann mal langweilen, weil es einfach zu lange geht oder so.
Aber das ist halt, ja, riesengroß. Die Entwickler haben das ja sozusagen schon ein bisschen langsamer gemacht, als man es sonst kennt. Also Diablo 2, 3, bald 4 ist natürlich sehr viel schneller. Path of Exile natürlich auch, obwohl ein bisschen langsamer. Sekiro 2 gehört halt noch ein bisschen weiter hinten als Path of Exile, wird dann aber später auch ein bisschen schneller, fast ja, wie Path of Exile, denke ich mal. Und der Schwierigkeitsgrad, ja, ich sag mal so, es wird halt ein bisschen länger gehen, die Gegner zu töten. Also ihr habt das schon gesehen bei den großen, rare, ich sage im Anführer, ja, rare Gegner bei anderen Spielen. Ist natürlich schon ein bisschen härter, das wird aber, denke ich mal, mit den richtigen Items und so auch kurz dauern. Also das, da müsst ihr keine Gedanken machen. Spe ist nämlich super, es motiviert mich wirklich meistens sogar mehr als Path of Exile, das ist schon extrem oben oder Last Epoch oder Poch. Ich weiß genau nicht genau, wie man es ausspricht, aber das ist jetzt so das momentane Top-Spiel für mich. Titan Quest auch sehr gut für mich geeignet. Aber Sekiro 2 ist einfach tiptop für mich geeignet und ihr werdet es wahrscheinlich auch sehen, es wird sehr viel mehr Spaß machen als das blöde Gegrinde. Das ist bei Path of Exile schon extremst übertrieben. Schade, ich tue nämlich nicht handeln. Ich habe es einfach so angenommen, nicht zu handeln. Ja, schade, es ist einfach so. Deshalb kann ich solche Spiele wahrscheinlich auch nicht Let's Playen, Livestreamen oder so. Naja, wir werden einfach zu lange brauchen. Aber in diesem Spiel, ich sehe es schon, wir werden natürlich ja, schnell vorwärts kommen und die Welt einfach in den späteren Schwierigkeitsgraden noch besser erkunden. Wir werden nicht alles bringen im ersten Durchlauf, weil wir sowieso so schnell leveln. Also es geht nicht, ich kann euch nicht alles zeigen. Wir werden die Bosse machen, wir werden die Bossen vielleicht sogar ein bisschen grinden im Abschluss von Silber. Und in Gold dann werden wir dann sehr viel mehr machen. Viele Quests, sehr viele Quests. Gut, und dann werden wir mal schauen, ob wir einen Job schaffen. Also ich werde einen Job auch bringen. So, jetzt ist eigentlich alles gesagt. Im zweiten Part werden wir natürlich noch mehr erzählen. Jo, die Steuerung kann ich, glaube ich, gerade nochmals ein bisschen besser einstellen. Sonst kam wieder ein Problem. Können wir das gerade? Das ist jetzt das Problem. Wenn ich Buff aktivieren, machen wir das wieder auf 6 zurück. Wo war das jetzt? Ich hab's doch gerade Kampfkunst, okay. So, machen wir das mal so. Es geht leider wieder runter. Ist ein bisschen schwer, wenn du immer runter gehst. Okay. So, jetzt haben wir das geschafft. Da im automatisches Aufsammeln besser ist, einfach besser, Ding bei Altgr. Muss jetzt schon wieder automatisch aufsammeln? Okay. Altgr ist immer noch. Pausen, so müssen wir nicht. Herbeirufen ist Punkt, das ist sehr gut. Komma ist, glaube ich, Inventar öffnen. Ist sehr gut. Ja, ich finde es gerade nicht. Okay. Dann haben wir alles, aber sonst. Da, Inventar, so. Okay. Sonst habe ich einfach das Problem. Ich müsste sogar noch rechts verschieben, aber das werden wir dann im nächsten Part und so machen. Gut, also ist das Video beendet. Dankeschön fürs Zusehen. Im zweiten Part, der morgen kommt, geht's dann weiter. Und ja, können die ganze coole Weltkarte erkunden. Tschüss!